Schade, 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 schade. Dann geht der Stoff erstmal an den Mage. Da muss er erstmal rechtsassieren. Könnt ihr mir, wenn ihr es wisst, auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben, weil wer weiß, wann ich wieder aufnehme. Und vor allem, wann ich dran denke, danach zu gucken. Das ist irgendwie das größte Problem. So viel vor, so viel machen und das im Kopf zu behalten, was man alles machen will und machen muss. Hallo. Und ja, ja. So, dann einmal hier. Zack. Tigerfleisch, Tigerfleisch kann man nicht verkaufen. Schnurrhaar, die Axt, das nicht. Das, das. Eigentlich sind die noch zu behalten. Wenn ich mir die Tasche angucke, krieg ich Kotzen. So. Wenn ich hier größer. Nein. Tun wir die weg. Dann seht sich. So. Fliegen wir einmal kurz im Dämmerwald. Mal kurz was trinken. Ah, ich glaube hier mit dem Streuen, mit dem Plastikstreuen. Das habe ich noch nicht erzählt. Und zwar, das war glaube ich schon eine Stunde her, so ein anderer Part wahrscheinlich, aber egal. Ehre dem Krieg. Ja, Plastikstreuen, der ist natürlich Müll, den habe ich weggeschmissen, kies nicht ständig, also richtig sauber. Das ist dünnes Plastik und er hat hier dieses Harmonika-Dingens. Kannst vergessen, das sauber zu bekommen. Hatten aber vor über ein Jahr oder schon länger beim Aldi mal Glasstrohhalme. Wo das anfing mit den Plastik reduzieren und verbieten, vor allem von der EU, hat der Aldi dann die Glasstrohhalme rausgebracht und dann auch nicht mehr. Ehrlicherweise, ich habe nämlich das letzte Paket bekommen, also eigentlich ein anderes, was ich haben wollte. Und nicht bunte, und ich wollte eigentlich keine bunte. Aber da ist so ein schöner blauer, der passt gut zu dem Sonic-Becher. Und den habe ich jetzt dafür. Das kann ich immer schön sauber machen. Und immer wieder benutzen. Ja, deswegen gefällt mir. Zeige ich dann irgendwann mal, wenn ich es doch endlich mal schaffe, die Roomtour aufzunehmen. Das ist auch so eine Sache. An für sich wäre das keine große Arbeit. Kamera raus, bisschen Licht anmachen. Der Schnitt wird wahrscheinlich dann auch relativ einfach sein, wahrscheinlich, weil es ein One-Taker wird. Oder halt so ein paar Takes, wo dann einfach am Ende immer nur wegschneiden muss. Also nichts Wildes. Aber ich muss hier ein bisschen aufräumen. Also eigentlich gucke ich immer schon, dass der Gaming-Raum recht aufgeräumt ist. Aber so ein bisschen was fliegt dann doch hier so ein bisschen rum. So die Ablagen, Leben, irgendwo hin. Aus den Augen, aus dem Sinn. Deswegen will ich schon gerne noch ein bisschen aufräumen und alles hier einfach auch wieder die Zeit. Dann nehme ich doch lieber noch mal ein bisschen Pokémon, habe ich ja letztes Mal eher aufgenommen. Oder jetzt hier war halt World of Warcraft. Ja, Pokémon, das Let's Play geht halt auch weiter, wie ich Zeit habe. Das habe ich auch auf meiner Kanalinfo ganz, ganz unten stehen, Uploads kommen, so wie es meine Zeit zulässt, ist glaube ich sogar wortgemäß. Das, was ich da hingeschrieben habe, da hatte tatsächlich sogar mal jemand meinen Kanal sich angeguckt und ja, reviewed oder so. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das, wenn man über andere Kanäle spricht und so. Und der fand das sogar ganz cool, diesen Satz, dass ich den da runtergeschrieben habe. Ja, das muss ich gerade dran denken. Das habe ich damals, das habe ich ja direkt als erstes mit schon geschrieben, den habe ich schon immer da stehen gehabt, den Satz, also wo ich den Kanal gegründet habe. Ich glaube, hatte mir nämlich da schon gesagt, es macht für mich einfach keinen Sinn, da wirklich fixe Zeiten zu machen. Ich würde zwar gerne, dass dann jeden Tag 3 Let's Plays kommen und so, also 3 Videos, das hatte ich immer schon noch so ein bisschen vor. Wobei ich damals noch nicht unbedingt 3 Let's Plays, aber auf jeden Fall, dass es halt in der Regelmäßigkeit jeden Tag Video mit so einer gewissen Uhrzeit Part, immer der neueste Part kommt zu einem Let's Play. Aber, schon damals auch klar, das wird nie immer funktionieren, sich da so feste
Vorgaben zu machen. Dafür habe ich einfach schon damals auch schon nicht mehr die Zeit gehabt. Und damals, es klingt schon irgendwie komisch, ne? Also, ich habe einen Kanal, der hat jetzt, wie viele Abonnenten habe ich jetzt? 600? Ich guck gerade mal schnell. Oder nicht vom Weg abkommen. Nee. 526. 600, das wäre schön. 526 Abonnenten habe ich. Ja. Nicht gerade viel. Im Vergleich zu anderen. Aber es ist mir auf Schnuppe. Aber damals kann man trotzdem schon sagen, weil das bei den Kanal, der müsste jetzt auch schon 4,5 Jahre alt sein. Ich meine 2015. Oktober, November 15 hätte ich hier mit angefangen. Mit dem Kanal. Oh. Ah ja, immer noch Spaß dabei. Aber da habe ich schon den Satz geschrieben, wie die Zeit halt zulässt. Um mich dann nicht darauf festnageln zu lassen, du hast aber gesagt, hier montags kommt hier, ne? 20 Uhr, da. WoW Classic. Und Stardew Valley. Nee, nee. Das ist nicht gut. Wenn man halte nichts, was du nicht versprechen kannst. Das ist ein Spruch, den ich aus irgendeinem Film habe, aber ich ziemlich gut finde. Verspreche nichts, was du nicht halten kannst. So rum ist, habe ich eine Verkettung gesagt. Verspreche nichts, was du nicht halten kannst. Das habe ich mir auch geschworen, meinem Kind, will ich nicht irgendwas mal irgendwie Hallo. versprechen, und dann kann ich es gar nicht halten. Auf dann. Braucht ihr etwas? Jetzt kriege ich die Quest auch noch nicht. Mögen eure Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen buggy. Die haben wir mal gerne gekillt hier. Ist ein bisschen blöd gerade. Hier sind viele Hortler unterwegs und dann ist mein PvP gefleckt. So, gehen wir noch die drei Quests ab. Dann müssen wir mal gucken. Hier die von den Krokodilchen. Dann die Ohren und die Dinge. Und da müssen wir die anderen Bummens holen. Da ist noch wieder irgend ein Katgas-Schnurrbart. Ich glaube, der gibt sogar einen Skillpunkt, wenn ich denn ihn finde. Es ist echt manchmal ein bisschen schwierig, das rauszuerkennen, wenn das nicht einfach so glitzert. Der sei doch Skillpunkt, aber ich glaube, den brauche ich. In Alchemie noch nichts, weil ich bin ja in Alchemie eh voll weit hinten. Wie geht's? So. Mögen eure Reisen sicher sein. Was kann ich für euch So, was tun? war das denn jetzt hier? Dann Schönen da den Tag. einen Das Licht sei Boss. mit euch. Und dann den anderen Ziehe Boss. den Ehrenfreund. Ich bin ganz Ohr. Guck mal hier, kann die Questen abgeben. Man sieht sich. Zumindest schon mal eine. Und 4 Seiten weniger. Wie viel habe ich denn da noch? Da fehlt mir die Seite 11. Die Seite 21. Die Seite 27. Guck mal, das ist gar nicht mal so viel. Mir fehlen 3 Seiten. Was kriege ich denn jetzt hier? Achso, die Ohren. Ja, die Ohren kriege ich eben da oben. Denke ich mal auch genug. Dann können wir hier noch die Kristalle dann holen. Machen wir das doch noch. Machen wir mal diese Aufnahmerunde auch noch Level up, denke ich mal. Das dürfte kein Problem sein. Da oben ist wieder irgendwie was. Golddorn. Die Knilche hier haben nur die Seiten. Okay.
Gehen wir mal hier wieder. Das ist aber, glaube ich, in der Ruine, ne? Ah, hier ist nix. Lila Lotus. Dann gucken wir doch einfach mal. Wir den. Ja. Verdammter Mistkerl. Ich hasse das. Ich hasse das. Brauche mehr Wut. So. Brauche mehr Wut. Naja, hat ja funktioniert. So, wo ist der lila Lotus? Da ist der lila Lotus. Ich dachte schon, der will jetzt was von mir hier, der Knilch. Da lang. Was ist das? Ja, guck mal, da ist doch einer. Oh. Ja, der will richtig. Nicht genug Wut. Komm schon. Frage. Ah, guck mal. Wie nicht an den Mistkerl da ran, ey. Ah, guck mal, das ist ein Level 60er. Und der hat trotzdem auch. Ist jetzt nicht weit runter im Level. Schon. Teilweise ein bisschen fies hier. Sind doch irgendwie alles Krieger. Ah! Nicht genug Wut. Mehr Wut. Ja, weil halt dran zucken. Ich futter mal lieber. Hat er gar keine Quest hier? Ja. Ich habe kein Ziel. Jetzt kriege ich meine Ohren hier. Schon mal so ganz gut. Ich habe kein Ziel. Weil die Tafeln ist da hinten. Ich muss näher ran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Können wir wissen, was die hier machen? Außer einfach alles kill. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Mehr Wut. Ja, stell dich da dran. Oh, Tenias.
Die erste Tafel ist da hinten. Glaube ich zumindest. Da. Sehr gut. Die eine da hinten ist ein bisschen blöd. Ah, der braucht die Hauer. Okay, was ist das für eine Quest ist? Ich habe kein Ziel. Und wieder ein Ohr. Ja, da ist ein Blümchen gespawnt. Hier sind noch ein paar Ohren. Was ist denn die Blume? Okay. Ah, da. Das Blatt. Oh. Nicht gut. Die haben auch schon mal einen fiesen Respawn. Hier sieht es gerade ein bisschen clear aus. Ne? Nur ein bisschen. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja. Gerade weggeworbt. Noch nicht tun. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit. Aber da ist die Tafel. Wenn ich Glück habe, respawnen die jetzt nicht so schnell, dass ich die Tafel da nicht kriege. So. Da komme ich mal dran. Warte, gerade. Seite. Brauche ich die 4? Nein, ich brauche erst ab 11. Ich brauche die 11, die 21 und die 27. Da habe ich auch gemerkt, es lohnt sich, echt immer so die Gruppen zu fragen, ob einer eine entsprechende Seite über hat. Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit. Weil oft haben die Leute, viele wollen die Seite gar nicht haben. Und teilweise haben sie sie auch einfach doppelt. Und dann hatte genau der jemand gerade die Seite, die du auch brauchst. So kommt man dann gegenseitig auch eher. Also jeder an die entsprechenden Seiten. So. Die Ohren hätten wir auch komplett. Das heißt, ich bin jetzt hier eigentlich soweit fertig. Das ist eine andere Quest. Jo. Würde ich sagen, setze ich mich ab. Und ein bisschen Seidenstoff. Kann ich noch nicht tun. Aber das ist halt das Coole, wenn man hier mit mehreren unterwegs ist. Ist das hier gar nicht mal so ätzend. So, dann gehen wir getrennte Wege.
und müssen jetzt ein bisschen noch runter. Ja, ein bisschen viele Typen gerade hier. Zack, zack. So, wir müssen hier in dem See da. Und das ist eigentlich echt eine ziemlich fiese Geschichte, da dran zu kommen. Weil da steht eigentlich immer direkt einer auch dran. Also ein Mob. Und der ist, meine ich, sogar Elite. Dementsprechend KG. Und bin, glaube ich, tatsächlich auch immer noch zu low dafür. Aber es könnte mit dem Krieger könnte vielleicht klappen. Ich weiß es nicht. Aber was ist eigentlich... Das ist doch irgendwie eine Einstellung, oder? Interface. Anzeige. Nein. Kontakte. Nein, das ist was anderes. Kamera. Kamera, glaube ich, oder? Wasserkollision. Nein, das kann ich nicht, ey. Ich will übers Wasser gucken hier, so. Wasserkollision. Guckst du mir nur so, ist ich drehte. Ich will die Kamera so drehen, wie ich sie gerade habe. Nicht wie irgendein Spiel, mir ja irgendein. Die Entwickler dazu ja das sagt. Das hasse ich generell. Wenn. Oh, das sieht gut aus. Da ist gerade jemand. Oh, ich glaube, wir haben richtig Glück. Aha. Perfekt. Ja, so ein Glück muss man einfach mal haben. Dass hier gerade einfach alle jemand was freilegt. Die Quest, die da gerade machen, die kenne ich nicht. Da, ne, sie ja sind Elite. Vom Level gar nicht so das Problem wäre, aber einfach, weil sie Elite sind. Und dann sind es noch Murlocs, die dann auch immer in Rudeln auftauchen und weglaufen und Hilfe rufen und dann kommt immer Toll hier und ach, Murlocs halt. Ätzend. Nee, das war jetzt schon echt ein bisschen Dusel. So, ja, die Krokodile, die brauchen. Nee, das ist gar nicht Krokodile hier. Hm, was? Was? Doch hier irgendwie. Singende blauer Splitter. Ah, nee, das waren nicht die Krokodile, das waren diese Basilisken, ne? Komm ich da nicht hoch? Flucht. Ah, da geht's aber, glaube ich, hoch. Ah, das waren so Basilisken. Ja, das sind genau die Viecher, die hier gerade gefarmt werden. Verdammt. Was ist denn das? Da ist einer. Ich bin brauche mehr Wut. Ah, ich habe glaube ich hier damals meinen Magier geholt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Gerade gefragte Mobs und dann droppen die das Item nicht. Gut, ist mir gerade zu voll hier. Kämpfen wir uns lieber hier durch. Das dürfte hier gar kein Problem sein. Vor allem, weil hier gerade alles wieder abgegrast ist. Auch nicht verkehrt. Zack. Erledigt. Katze, ja genau, dann können wir den Tiger killen. Den Tigerboss. Dirsch wird hier irgendwo rum. Wenn er nicht gerade getötet wurde. Ich meine, der geht hier im Kreis. Alter Tiger. Also der hat ja, wo der hier auf der Karte nur an einem Fleck ist.
der mehrere Punkte, wo der hier sein könnte. Hier sind schon so viele Toten, du. Das, ich befürchte, der ist gerade nicht am Leben. Und wenn ich Pech habe, wollen ihn auch mehrere haben und nicht nur die alten Tiger. Spätestens wenn die ihre Quest abgeben mit den alten Tigern, wollen die den auch haben. Tja. Aber er liegt hier auch nicht rum. Da ist ein alter Tiger. Nur ein alter Tiger. Alter Tiger. Mit meinem Mensch hatte ich mir hinterher die ganzen alten Tiger gekennzeichnet. Kann ich natürlich jetzt auch machen. Da. Dass ich nicht immer wieder überprüfe. Ist der das oder nicht? Gut, der ist jetzt eh hinüber. Wird anscheinend gerade abgefarmt. Na, das sind nur die Trolle. Das ist ein normaler Tiger. Ja, auch schon wieder nachgespawnt. Ich war da oben noch gar nicht. Kann das sein, dass der da oben tatsächlich auch ist? Oder vom Dingens her? Da ist er. Das ist zu weit entfernt. So. Haben wir ihn doch. Brauche mehr Blut. Also wieder von Größe oben auf den Hügel. Ich wusste, dass er hier unten rumstromert. Okay, dann kann ich mal nochmal wieder eine Quest abgeben. Haben wir Questlog voll. Da oben können wir auch Quests abgeben. Da ist noch eine Blume. Gas-Schnurrbart. Hätte vielleicht auch Alchemie mal skillen sollen. Weil ich auch nicht viel davon hatte, ne? Da haben wir, glaube ich, 10. Weil ich halt einfach den Platz bekomme durch die Pflanzen wieder, wenn die dann verbraucht sind. Grüße. So, grüße ich auch. Das ist nichts für mich. Mögen eure Reisen sicher sein. Wie enttäuscht. Grüße. Aber kurz vom Level up. Gar nicht so viel zu verkaufen. Mögen eure Reisen sicher sein. Da hinten. Das Krokodil. Das droppt eigentlich auch nicht das, was ich haben will. Da oben.
die droppen, was ich haben will. Aber sie doch hier farmen. Scheine ich gerade auch die einzige zu sein. Nicht genug Wut. Da ist die Klammer, dann jetzt muss einigermaßen an unser Quest-Item. Ja. Wenn es den droppt. Ne, Tiger. Wollen wir nicht. Ich muss näher ran. Ja. Komm schon. Noch nicht bereit. Ich noch nicht tun. Zinn vorkommen. Aber wir haben keinen Bergbau. Brauche mehr Wut. Was ist das eigentlich? Betäubt. Ich hasse es. Da ist einer. Fehlen noch 9. Also ich frage, wie viele von den Viechern hier auf diesem Fleck überhaupt sind. Weil hier schon Ende. Hier oben war niemand. Also habe ich die Befürchtung, dass es schon bei dem zweiten hier gewesen ist. Reiten wir das mal noch zum anderen Ende. Gucken, da unten. Ja, das sind Krokodile. So, der Tiger. Ich glaube, es sind wirklich nur die zwei. Nein, da ist auch noch einer. Aber der ist schon getaggt. Ach ja. Ah, immerhin einen von den Kristallen haben wir ja schon mal. Die anderen 9 werden wir auch noch kriegen. Mauris Fuß aufbrechen. Weiß ich gar nicht, welche Quest das jetzt ist. Hallo! So. Und die Grüße ist Rebellenlager. Man sieht sich. Kriege ich die denn her? Jolpeitsche. Fangzahn, das ist der Panther. Da, da waren ja die von der Venti Blas. Egal. Nee, falsch. Da. Ach ja, stimmt, da muss ich auch da noch hin. Tja, ne. Lulle, hier wollte ich hin. Gucken wir jetzt, dass wir hier uns durchwüten. Bei den Goblins. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben beim Skillen? Nix doch hier. Fähigkeit spalten. Erhöht das Angriffstempo für die nächste Waffenschwung. Verringert die Kosten auf Fähigkeit einer Stoß. Wut. Erhöht die durch Fähigkeit von Wunden erzielten Blutung Schaden. Ich glaube, das war das letzte, was wir gemacht haben mit 40. Ja. Machen wir da. Gehen wir hier auf Verwunden. Das ist das eine, okay, hat noch keiner gepflückt. Alles mitnehmen für die Alchemie. Da brauche ich Blasplatz nämlich für. Und die. Ist,
Auch nur eine. Na gut. Da war mein. Hier, die Knilche, die haben das Zeug, was wir wollen. Aber auch nicht jeder. Und die habe ich ständig eine Truhe gefarmt. Hab nämlich nur diese Geologen. Die haben genau das. Deswegen hauen wir die. Ja. Da ist schon mal eins. Mit Magier war das hier relativ easy, da mal an die Truhe ranzukommen. Die jetzt gerade aber anscheinend eh nicht. Warum sind die alle so rot? Das ist jetzt für mich neu, dass die so rot sind. Auch keine Truhe drin. Da haben wir den Geologen. Ja. Droppt natürlich auch nicht bei jedem. Was sollte so anders sein? Petkas Schnurrbart haben wir dann nochmal. Gucken wir uns gleich. Brauche mehr Wut. Da ist er. Also schon irgendwie so eine langweilige Pflanze, ne? Dafür, dass der nach Katka seinen Schnurrbart benannt wurde. Ich würde ja gerne mal wissen, Katka ist ja in dieser Zeitlinie noch am Leben. Auch relativ jung ja müsste er noch sein, meine ich. Da, das sind die Geologe. Ja, wenn ich jetzt darauf schieße, habe ich ja zig. Habe ich alle am Arsch. Kann ich noch nicht tun. Deswegen schnetzen wir uns dahin. Also, Katka. Der war ja durch den Kampf gegen Medivh gealtert. Ja, der ist ja nicht schon so alt, wie er ich bin außer Reichweite. Wirkt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja. Dann haben wir zwei Geologen. Das ist mal gut. Brauche mehr Wut. Da oben auch. Wenn nicht noch jemand anderes kommt. Und die wegschnappt, dann wäre das ganz gut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Zack. Noch nicht tot. So. Ja, ist auch eigentlich ganz easy, ne? Wenn man so ein paar Level drüber ist, zu dem Abuti Bay Fraktion, wenn wir gerade auch ein bisschen besser mit ihr klatschen. Noch ein Kristall. Haben wir schon mal drei. Ja, schade. Offenbar. Haben die gebraucht oder einfach so gekillt. Da sind eh keine Geologen drin, ne? Das lohnt den Aufwand nicht. Weil es auch keine Truhe drin. Da läuft doch wieder einer. Das ja. Ist zu weit entfernt. Diese dann haben wir den hier. Da ist noch einer.
Nicht ganz gut. Diese Fähigkeit ist schön hier bleiben. Bereit. Eine Seite, die wir aber nicht brauchen. Ich muss näher ran. Ich bin noch nicht tot. Aber wir haben noch einige Quests, wo wir Zeiten theoretisch noch kriegen können und noch ein paar Leute vielleicht in eine Gruppe treffen werden, die man fragen kann. Mit ein bisschen Glück haben die das dann. Ne, war. Ne, Kristall war es ja nicht. War ja auf der Karte auch zu sehen. Ja, einer. Mal aufpassen, ich mach da nicht wegklicke. Da ist noch einer. Also, das sind aber echt viele Regionen diesmal. Ob ich mit meinem Mädchen war, weil ich auch alleine da war, hatte ich keine Konkurrenz, meine ich, so einen großen Teil. Aber. Ich bin außer Reichweite. Da waren ja nicht so viele Regionen. Ah, schon mal die Seiten noch für meinen Schurken dann. Die doppelten hier. Brauche mehr Wut. Ich habe kein Ziel. Also den Magier und den Schurken. Na, da kommt schon wieder einer. Die würde ich auch gerne noch so ein bisschen spielen, so abseits von den Let's Plays halt. Also einfach nur als Klassik. Also auch schon auch aus praktischen Gründen. Schon habe ich zum Beispiel auch Lederverarbeitung Kirschner gemacht, damit ich für die Taschen das Leder kriege. Na? Vor allem machen die auch die Quest oder? Die nur generell auch für Durchreisen. Brauche mehr Wut. Nein, die machen ganz offenbar auch die Quest, weil die. Schaut schon die Geologen an. Ich meine, hier hätte ich eben noch. Da ist einer. Das ist zu weit entfernt. Gesehen. Kann ich noch nicht tun. Bin nicht bereit. Nicht genug Wut. Und noch einer. Also noch laufen wir hier nicht blöd durch die Gegend. Und du früh verzweifelt. Die Questmobs. Aber wir haben erstmal die Hälfte der. Giro, was Giro mit Tadana? Weiß ich nicht, was der hat. Jemand frischen Namen hier. Da werden wir auch noch eine Gruppe brauchen. Müssen wir noch rein? Die sind mir Elite. Und ich nicht gerade schwach. Also da war ich auf jeden Fall zu low mit meinem Mage, wenn ich da reingegangen bin. Da haben wir aber so gerade geschafft. Oh, und wegen den Dingern will ich auch meinen Schurken zum Schlösser knacken halt haben. Damit man dann nicht immer suchen muss. Keiner. Da ist auch noch ein Hortler da. Da ist wieder. Da treiben sie wieder welche rum. Zack. Ja. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Da wäre ein Young Gold. 22. Bam. Ey, Seite 11. Wir haben wieder ein Kapitel fertig. Sehr cool. Ich bin außer Reichweite. Ja, mehr Platz in der Tasche. Und ein Questlock. Ein Quest weniger. Also auch so verhasst er die Quest mit den Seiten, aber ich finde es eigentlich irgendwie cool. Schon allein die Idee. Ich mag das. Wenn man so ein bisschen miteinander kommuniziert und auch die ganzen anderen Quests halt so macht. Das Blöde ist halt einfach nur, dass das Taschen so voll macht.
Aber die Quest ist ja auch nicht ständig so was, ne? Dass du so die Taschen damit vollstopfst. Dann kann man auch mal eine Hafer kaufen. Also es ist definitiv machbar. Nebenbei. Aber einfach nur verhasst, weil es die Taschen so voll macht. Aber ganz rausnehmen fand ich nicht gut. Es gehört einfach irgendwie dazu. Und wenn es nicht in jedem Gebiet sowas Nerviges gibt, kann man das einmal doch auch gerne machen. So, machen wir nochmal einen Schlachtruf hier und trinken gleich mal noch was. Das war so ein Grund, warum ich so einen Kinobecher haben wollte. Hier im Gaming-Raum. Keine Zeit lang jetzt selber sehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, die Sonic, der Sonic-Becher, der ist kleiner. Die gehen anscheinend davon aus, dass Sonic ein Kinderfilm ist. Erstens bin ich die nächste. Ein Kinderfilm. Ja, so gar nicht, irgendwie. Aber das war so ein Kindermenü, tatsächlich. Was ich wieder geholt habe. Dann kann man schon mal sehen, dass die Leute, die so was entwickeln, keine Ahnung haben. Hallo, Sonic ist jetzt nicht gerade ein aktueller Spielecharakter. So, für Kids würde ich mal behaupten. Ja, vielleicht hier Olympische Spiele oder so. Kram gedöns, ne? Aber nicht so wie meine Generation, die ja mit Sega Mega Drive groß geworden sind. Sonic, Hedgehog 1 und 2 drauf gezockt haben. Ich war nicht gut, aber ich habe es gerne gespielt. Also ich fand Sonic immer cool. Und das ist ein richtiger Fanfilm. Also richtig. Und der ist richtig geil. Also ich hatte den, der ist ja mittlerweile dann auch auf bei iTunes habe ich den geholt. Der war nämlich wieder viel früher als auf Blu-ray. Da war sowieso noch nicht irgendwie. Zum Beispiel, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist ja schon auch ein paar Lockerungen immer wieder. Und bald ist ja irgendwie alles irgendwie wieder wie gewohnt gefühlt. Außer die Kontaktbeschränkungen und sowas. Aber was das Einkaufen so angeht, bis auf halt mit Maske und Schlange, kommt es ja fast überall mittlerweile rein. Ja, alle Läden reduzieren ihre Fläche auf diese 800 Quadratmeter und gucken halt, dass sie so irgendwie ihre Kunden bedienen. Dementsprechend. Aber leider war das noch nicht. Und bei Amazon war da nicht verfügbar und ich wollte dann wieder nochmal gucken, weil ich ihn einfach geil fand. Hab den dann mit meiner Frau geguckt, da war ich schon ein bisschen skeptisch, weil sie halt so gar nicht so Gamerin und so die Verbindung zu sowas dann hat. Aber ich fand den generell auch witzig. Da habe ich gedacht, muss nicht, aber er könnte dir auch gefallen, ne? Dann haben wir uns den halt angeguckt und sie fand den ganz gut. Also fand den Sonic super, so auch also vom Charakter her. Fand sie richtig toll. Und den Film an und für sich auch. Und der ganzen Story, wie es gelaufen ist. Also eigentlich ein ganz cooler Film. Und ich hoffe da auch sehr, dass sie auch einen zweiten machen. Also Cliffhanger genug haben wir da gelassen für den zweiten. Ich will nicht zu viel erzählen. Ja, falls jemand den noch sehen möchte und das noch gesehen hat. Kann ja auch 10 Jahre später noch sein. Ja, wenn man sich das hier 10 Jahre nachdem ich es aufnehme, anguckt und den Film noch nicht gesehen hat. Deswegen erzähle ich, spoilere ich eigentlich. Ich hasse Spoilern, ne? Wenn man gespoilert werden will, dann sucht man da gezielt nach. Wenn man es nicht will, dann sollte man es auch nicht versehentlich von jemand anderem. Na, wo willst du denn? Und, ich sag nur, es wäre Möglichkeit haben offen gelassen, dass man da auf einen zweiten Film hoffen kann. Und so wie ich gehört habe, ist der auch generell sehr gut angekommen. Deswegen hoffe ich mal, dass der jetzt nicht irgendwie aufgrund von Corona irgendwie, weil das war ja noch, der kam ja raus und um 1-2 Wochen oder so, da fing das ja alles an. Mit den Beschränkungen auch teilweise, glaube ich, schon. Also der war nicht so lange in den Kinos. Der wäre auf jeden Fall noch gelaufen. Ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie dadurch Einnahmen zu wenig sind, der Film nicht gut genug läuft, dass man sagt, nee, wir machen keinen zweiten, weil das wäre, denke ich, auf jeden Fall, wenn, dann Corona schuld und nicht der Film. Also ich fand ihn mega. Deswegen hoffe ich auf einen zweiten. Aber dazu habe ich noch nichts irgendwie
so gelesen. Ich habe nicht gezielt danach geguckt. Nach dem Sonic 2. Also einmal, aber das war dann noch zu frisch. Ich muss näher ran. Da stand da noch nichts. Aber es wird ja nicht unbedingt direkt geschlossen. Aber ich bin da guter Dinge. Meine Güte, wie viele Geologen soll ich hier noch klatschen? Ja. Einer fehlt mir noch. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Einer muss noch. Nein. Das ist so typisch, ne? Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Na, bleibst du hier? Ja, da ist er doch. Super. Und dann, wenn wir schon mal hier sind. Komm ich denn? Da komme ich nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Da komme ich hoch. Suchen wir den Bagger Dingenskirchens. Ich überlege gerade, wie der aus. Der hatte, glaube ich, zwei Pets. Auf jeden Fall gerade was Unsichtbares. Aber der selber, der Boss war nicht unsichtbar. Bin ich mir recht sicher. Weil der hatte. Zwei Stück. Der kommt nie allein. Da ist nochmal Königsblut. Wobei ist auch noch so ein Panther. Ja, toll. Brauche mehr Wut. Komm schon. Hier war er ja nicht. Muss man jetzt aufpassen. Ich hier runter. Aber man muss ja auch nicht gerade am Leben sein. Das ist, der hat halt echt eine große Range, wo der sein kann. Das ist echt Drite. Da ist der Tiger und auch der Raptor angenehmer, finde ich. Da ist er. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Nein. Das ist nicht wahr. Wie soll ich denn beide schaffen? Ja! Fuck, ey. Für sich wäre dir nicht das Problem. Glaube ich. Alter. Oh, macht die mir den gerade platt? Ich habe kein Ziel. Ja, da habe ich aber Glück gehabt. Mann, heute habe ich aber echt richtig Schwein, oder? Guten Loot gehabt. Kam da an, das Ding ist bei den Elite-Murlocs super ran. Hier bin ich fast drauf und dann macht mir ein 60er das klar. Den würde ich jetzt aber schießen.
Ja, blöde Axtwerfer. Also die Axtwerfer sind das, glaube ich, da nicht, die ich brauche, ne? Das sind nur diese Doktoren. Brauche ich, glaube ich, gar nicht in die Routine selber rein. Boah, da habe ich, glaube ich, auch über eine. Da weiß ich noch. Habe ich Ewigkeiten nach diesen blöden Dingen gefarmt. Bis ich die vorher. Da habe ich doch gedacht, boah, wenn ich das im Let's Play. Da habe ich über eine Stunde bin ich hier rumgeritten. Ah, und habe diese doofen Knichel da. Da. Ist auch keiner dabei. Der war es auch nicht. Die Axtwerfer brauchte ich aber hinterher auch. Krieger, also die muss ich hinterher alle killen. Noch eine andere Quest. Deswegen überlege ich gerade, ob ich es sein lasse oder nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal sein. Ja, ich esse gerade alles hier. Oh, weil das sind nur die Krieger. Nicht die, die ich brauche. Schamanen. Ach ja. Axtwerfer. Das ist zum Kotzen, ne? Es gibt die Mobs, die den Mist droppen, den du brauchst. Immer am seltensten. Da. Mystika. Die Bronze. Weil gerade erst einmal hier haben, haben wir den auch den Platz. Und er droppt natürlich nicht. Kotzen. Der lila Lotus ist da irgendwo mit so einer Truhe. Daran kämpfen. Oh, erstmal der lila Lotus. Das ist nämlich zum Glück doch nicht drinnen. Zweimal lila Lotus. Na, von hier komme ich da gar nicht dran. Den da will ich. Alter! Voll der Cheater. Der durch die Wand geschossen. Und der hat die Patrouillen. Der hatte drei Stück von den Knilchen. Über meine Kniesehne. Weil die auch immer dann, wenn ich die hinrichten kann. Da schießen. So. Dann haben wir, glaube ich, nur den einen. Könnte klappen. Dass ich die Truhe kriege. Nicht genug. Ich bin außer Reichweite. Wir laufen auch echt schön in die richtige Richtung für mich. Ich muss näher ran. Dass die nicht Verstärkung bekommen. Alter! Ich hasse das. Warum kann der durch die Wand werfen? Kann ich nicht tun. Mehr Wut. So. Das müsste es gewesen sein, um an die Truhe zu kommen.